Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, hat wegen neuer Mpox-Ausbrüche eine globale Notlage ausgerufen. In 13 afrikanischen Ländern wurden da inzwischen Fälle nachgewiesen. Ja. Betroffen ist vor allem die Demokratische Republik Kongo. Mpox hießen früher Affenpocken, weil sie zufällig erstmals bei Affen nachgewiesen worden waren. Hunderte Pusteln auf der ganzen Haut und hohes Fieber. Hier in einem Flüchtlingslager im Kongo ist das Mpox-Virus ausgebrochen. Vor allem für Kinder kann die Krankheit tödlich verlaufen. Meine Tochter hat hohes Fieber bekommen. Danach hatte sie Ausschläge an ihren Armen, an ihrem Bauch und sogar auf ihrer Zunge. Mir wurde gesagt, es sei eine ernsthafte Krankheit, die sie töten könnte. Mpox-Viren waren ursprünglich vor allem bei Nagetieren in West- und Zentralafrika verbreitet. Übertragungen von Mensch zu Mensch sind bei engem Kontakt aber ebenfalls möglich. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde der Afrikanischen Union gibt es im Osten des Kontinents bereits mehr als 17.500 Fälle. Über 500 Menschen sind an den Folgen der Krankheit gestorben. Deshalb hat die Weltgesundheitsorganisation eine globale Notlage ausgerufen. Der Ausbruch einer neuen Variante des Mpox-Virus in einigen ostafrikanischen Ländern ist sehr beunruhigend. Es werden jetzt notwendige Schritte zur Eindämmung eingeleitet, damit wir Leben retten. Die WHO hatte im Juli 2022 schon mal eine Notlage wegen Mpox ausgerufen. Ein Jahr später gab es dann Entwarnung, weil die Ausbrüche in den meisten Ländern unter Kontrolle gebracht worden waren. In Afrika hakt es aber weiterhin bei der Versorgung mit den nötigen Impfstoffen.